Willkommen zurück, Teil 5, Tears of the Kingdom. Wir suchen noch den nächsten Schrein. Ich frage mich gerade, was das hier für ein Ding ist. Aufgrund des roten Lichts würde ich denken, dass das ein Gegner ist. Und wir können bestimmt auf diese Entfernung nichts machen, oder? Nee. Habe ich mir schon gedacht. Kein Problem. So, wir schauen mal, was wir machen. Dort geht's anscheinend Richtung Schrein hoch. Das heißt, wir gucken erstmal noch hier, was uns hier so alles erwartet. So, du willst zu deinem Freund. Ja. Nein. Ich würde euch ja gerne helfen. Ach, guck mal, da waren wir doch schon. Wahnsinn. Genau, ich kann mich kaum bewegen. Ja, aber was soll ich mit dir machen? Ich meine. Oh. Ich würde dich wirklich gerne rüberbringen. Tja. Ah, warte mal. Ah, ich kann doch bestimmt. Okay, und das machen wir jetzt einmal, bevor wir dann gleich weiterspielen. Hier sollte es mit. Hier sollten wir mit einem Wagen rüberkommen. Guck mal, da steht ein Wagen. Da ist auch ein Ventilator. Das heißt, wir müssen nichts von unserem Kram benutzen. Und dann gucken wir mal, was uns das bringt, wenn wir ihn zu seinem Freund bringen. So. Das ist das. Dann können wir den schon von hier nehmen, den Ventilator. Nee. Immer noch nicht. Oh, das war der ganze Wagen, den wir hatten. Stimmt. Das war unser Wagen. Komm. Das reicht so. Ist der jetzt richtig rum? Und da dran packen. Okay, müssen wir nur noch einmal verstellen. Das heißt, drehen, dran, nicht ganz, damit bin ich nicht ganz zufrieden. So. Wo liegt unser Rucksack? Da. So hätte ich auch. Oh, das ist nicht der von vorhin, oder? Aber egal, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir machen müssen, um diese Crocs zueinander zu führen. Okay. So. Nein, nicht den ganzen Wagen. Den brauche ich gleich noch, den Wagen. Sondern nur dich. So, bitteschön. Was kriege ich dafür? Aber wenn du magst, kannst du das hier haben. So, was können wir denn haben? Samen. Okay. Die nehmen wir. Sehr gut. Jetzt müssen wir gucken. Wir müssen ja zu dem Schrein hoch. Schauen direkt drauf. Das heißt, wir könnten theoretisch hierher, aber ich weiß nicht, ob wir dann da hinkommen. Eigentlich ja, oder? Na, wobei, da kommen wir nicht rüber. Ja, okay, das Ding ist kaputt. Aber hier sind ja eigentlich alle Sachen vorrätig, die wir brauchen. Ne? Aber trotzdem ist das Teil kaputt. Gibt es denn hier irgendwo eine Schiene, die wir, mit der wir das reparieren könnten? So, was haben wir da? Hm.
Was ist hier drin? Okay, einfach so Nanium. Holzpfeile. Apfel. Okay, das heißt, da werden wir nicht herkommen. Das bedeutet, wir müssen doch hierher gehen. Okay. Dazu drehen wir den Ventilator um. Oh. So, das müsste eigentlich funktionieren. Was zu sehen? Nein. Ich bin sehr gespannt, was das gleich mit dem Berg auf sich hat. Wobei, guck mal, da ist noch eine Höhle. Können wir mal reingucken. Das ist jetzt aber nicht die aus. Ne, wir sind ja mit dem anderen Ding darüber gefahren. So, was sagst du uns? Grubenhöhle. Verzeih die Störung, aber auf dem verschneiten Berg vor uns ist es ausgesprochen kalt. Verliert rasch an Körperkraft und mag sogar sein Leben lassen. Wie steht es um Kälteschutz? Habe ich nicht. Wärmende Speisen. Okay. Mit nach Wärme klingenden Namen verwendeten. Okay. Genau, wir sollen nichts essen, was den Körper kühlt. Hier gibt es dann bestimmt die richtigen Zutaten. Naja, Leuchtsamen. Hört sich jetzt nicht wärmend an. Stein. Ach, guck mal hier, Chili, das ist gut. Wärmt sie den Körper. Jetzt frag ich mich natürlich, denn ich habe euch ja gesagt, ich habe Breath of the Wild nicht wirklich gespielt. Ne? Ob es was bringt, jetzt hier eine Chili reinzupacken, ob das so ist wie bei Breath of the Wild oder ob das hier was anderes. Ach, guck mal, ein Kälteschutz für 2,30. Geil. Das ist gut. Dann kochen wir die anderen auch noch. Jetzt machen wir mal die anderen beiden zusammen und gucken mal, wie lange wir da Kälteschutz bekommen. Sind es 5 Minuten oder sogar ein bisschen mehr? 5 Minuten, okay, das heißt, der verdoppelt das einfach nur. Sind hier noch ein paar Chilis drin? Denn die würde ich echt gerne kochen. Hopp, hopp. Oh, ein Gegner ist hier drin. Wieder ein paar Flederbeißer-Augen. Okay. Jawohl, da sind noch mehr Chilis. Perfekt. Hier geht's gar nicht weiter, ne? Oder? Doch, da geht's hoch. Kochen wir. Komm, wir kochen noch schnell die Chilis. Und dann geht's gleich los. Da ich nicht weiß, wie lange wir den Schutz brauchen, mache ich das genauso wie gerade. Einmal eine Chili und einmal 2 Chilis. Denn wenn ich alle 3 auf einmal mache, dann haben wir zwar 7,5 Minuten Kälteschutz. Aber falls das zu viel ist, falls wir das nicht so lange brauchen, hätten wir halt was verschenkt. Ne? Das möchte ich nicht. Okay. Ja, das sieht gut aus. So, Attacke, los geht's. Ich hoffe mal, dass wir hierher kommen Richtung zweite Schrein, aber ich denke mal schon. Hm.
Wo geht's hierher? Ist das eine kleine Abkürzung? Haben wir hier was? Nochmal ein Riesenleuchtsam. Wo ist das denn? Wer bist du denn? Ist egal. Oh, den brauchen wir jetzt nicht, denn wir wollen auf jeden Fall zum Berg hoch. Hier war das. Genau, da sind noch mehr Chilis. Wir essen jetzt erst einmal das, damit wir 5 Minuten Kälteschutz haben. Okay. Ich muss ja sagen, immer sowas, wo eine Zeit abläuft, das setzt mich immer direkt so ein bisschen unter Druck. Ich hatte das damals bei Final Fantasy 7, da ist ja auch ganz am Anfang, wo letztendlich der Reaktor fast explodiert. Ne? Okay, da haben wir einen Ast. Da war genau das Gleiche. Da ging dann, glaube ich, irgendwie so ein Timer runter, wo man dann direkt gesehen hat, alles klar, hier ist gleich. Ja, du musst das in der Zeit schaffen, ansonsten ist es vorbei. Ich glaube, wir brauchen jetzt nichts kochen. Und was habe ich letztens gespielt, wo das noch war? Ich glaube, Metroid Prime Remastered. Da war halt auch ganz am Anfang plötzlich so ein Timer, ne, bei dem es dann hieß hier. Oh. Weißes Schleimgelee. Okay. Ich muss den wahrscheinlich mit dem Bogen einfach zerstören, ne? So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier auf den Berg kommen. Na? Oh. Was ist er denn für einer mit dem Flammenwerfer? Okay. Oh nein, das wollen wir gar nicht. Was du kannst, können wir auch. Und zwar, komm, wir probieren mal das Flederbeißerauge aus. Shit. Der Bogen ist kaputt. Nehmen wir den. Ausrüsten. Ich möchte ihm eigentlich nicht zu nahe kommen, ne? Wenn der hier alles abfackelt mit seinem Feuer. Das ist natürlich schon eine Flammenkeule. Wo war die jetzt? Komm, das schmeißen wir mal weg. 6 hat die. Okay. Was? Was? Das zerstört mich sogar? Was ist das denn? Shit, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Nein. Oh, wie ärgerlich ist das denn? Wie ärgerlich war das denn jetzt? Komm, wir nehmen mal weißes Schleimgelee und machen so was. Ah, cool. Ja.
Nee, hier passe ich jetzt auf. Nein, nicht, dass wir hier nochmal sterben. Aus Doofheit sterben. Den Bogen nehme ich gerne mit. Das nehme ich, die Flammenkeule. Ja, die wollen wir ja auch. Und dafür hau ich den Felsbrockenhammer weg. Okay. Ist einfach nur ein Ast, ne? So, müssen wir hier rein? Und es ist nicht mehr kalt. Okay. Donnerblume, eine Blume, die mit einer explosiven Substanz gefüllt ist, welche auf Erschütterung oder Feuer reagiert. Okay. Was haben wir hier? Kommt mal daher. Ich möchte nicht abstürzen, bitte. Da oben ist eine Truhe, aber ist mir alles so ein bisschen unsicher. Ach, guck mal hier. Ups. Genau, das ist ja dieses Mayoi Signum oder wie es hieß. Nehmen wir wieder unseren Felsbrockenhammer. Für ein bisschen Salz und Bernstein, okay. Dadurch kommen wir jetzt natürlich höher und frieren draußen nicht, obwohl unser Kälteschutz noch läuft. Aber lieber so als andersrum. So, eine Donnerblume. Was bist du für einer? Ach, weißt du was? Leben und leben lassen, sagt man noch, oder? Das mache ich auch mit dir. Leuchtsamen, Himmelspilze und hier geht's gleich wieder raus. Oh, da ist noch so einer, ne? Okay, aber die Truhe, die möchte ich natürlich schon gerne haben. Machen wir genauso nochmal, weil das hat sich, glaube ich, ganz gut angefühlt. Erst das. Dann die Donnerblume. Und jetzt zerbricht uns natürlich unser Hammer. Ist aber nicht schlimm. Wir nehmen einfach mal die Alpha-Krieger-Klinge. Ist eh ein bisschen stärker. Du bist noch nicht tot? Doch, oder? Okay. So, denn hier liegen echt viele Sachen rum, die wir auf jeden Fall haben wollen. Und vor allen Dingen, ach guck mal, der hat eine Truhe verloren. In der Truhe ist ein Opal drin. Raubschleimstein. Ein seltsamer runder Stein, der aus dem Körper eines Raubschleims stammt. Diese kristallisierte Flüssigkeit ist dafür bekannt, dass sich aus ihr gut Medizin herstellen lässt. Okay. Der Flammenwerfer. Genau, das hatten wir ja bereits, haben wir dem einen bereits abgenommen. Aber mit dem Bauteil, okay, es ist wieder kalt. Das heißt, wir nehmen das mal wieder für die 5 Minuten. In der Hoffnung, dass wir nicht so lange brauchen. Aber schauen wir mal. Ich bin echt super, super gespannt, was gleich das nächste. Nein, 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 nein. Was gleich das nächste. Ach komm schon. Ich
bräuchte mal neue Pfeile. Ne? Ich habe kaum noch Pfeile. Genau, was ich sagen wollte, ich bin gespannt, was die nächste Spezialfähigkeit für unseren Arm wird. Und wir müssen gleich mal gucken, dass wir irgendwo was kochen können. Ist hier irgendwas? Nein. Das sah nämlich gerade auf der Karte irgendwie so aus, als wenn hier was wäre. Aber scheint nichts zu sein. Schon wieder zerbrochen, der Bogen. Ich habe kaum noch Pfeile. Ich brauche definitiv Pfeile. Wir finden zwar Chilis am laufenden Band, aber haben nichts zu kochen und keine Pfeile. Das heißt, jetzt geht's hier mal einfach schnell hoch. Moment. Ich war kurz davor zu niesen. Ging aber nochmal alles gut. Da werden wir nicht hochkommen, glaube ich, ne? Ich denke nicht. Nein, okay. Rutschige Oberfläche. Schade. Was ist das da oben? Irgendein Gegner, okay. Hier kommen wir gar nicht her. Hier kommen wir gar nicht her. Warum kommen wir hier nicht her? Müssen wir doch andersrum gehen? Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Hier geht es doch auch nicht weiter. Auf die Karte schauen. Ich meine, hier sind wir jetzt fast da. Ne? Da oben. Es ist eigentlich direkt über uns. Wir kommen einfach nur nicht wirklich hoch. Soll uns das was sagen, dass hier ein Ast liegt? Können wir... Ach, warte mal, vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Können wir so eine Art Leiter bauen? Nein, das ist Mist. Jetzt müsste ich da nur hingucken können. Ja, ich glaube kaum, dass das funktioniert, oder? Das könnte. Ja, der rutscht ab. Oder? Shit, wo hängt er? Ich sehe ihn nicht. Es hat geklappt. Genial, 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 genial. So, schnell was essen. Ich würde echt gerne was kochen. Und hier können wir was kochen. Das ist perfekt. Ob das jetzt wirklich so gewollt war?
Ja, dass wir uns so eine Art Leiter bauen müssen oder ob es auch einfach einen leichteren Weg gegeben hätte. Keine Ahnung. Aber ich feiere das gerade einfach sehr, dass wir überhaupt so ans Ziel gekommen sind. So, auf jeden Fall Rezept auswählen. Was haben wir denn da? Genau, das nehmen wir. Oh ne, warte mal. Entfernen. Na, ist egal. Machen wir einfach mal 3 Stück rein und gucken mal, was dann passiert. Für 7,5 Minuten. Sehr gut. Dann machen wir noch ein paar für 5 Minuten. 2 Stück vielleicht. Ah, einen noch und dann machen wir ein paar einzelne. Und dann bin ich gespannt, was der Schrein für uns zu erwarten hat. Mal gucken, ob wir das in dem Part noch hinbekommen oder auf den nächsten Part schieben müssen. So. Und einen noch. Dann sollten wir definitiv genug haben, um ein wenig Kälte ausstehen zu können. Sehr gut. Oh, ich habe gerade gar keine Waffe. Nehmen wir mal die Steinaxt. Pfeile, sehr gerne Pfeile. So. Hier geht's her. Wir zünden einfach mal ein paar Sachen an. Und jetzt dürfte nichts mehr zwischen uns und dem Schrein stehen. Gutanbati-Schrein. Komm, den spielen wir noch. Obwohl wir fast eine halbe Stunde haben, aber den spielen wir noch. Ich bin gespannt. Vor allen Dingen, was wir jetzt für eine Sonderfähigkeit bekommen. Es scheint ja 6 Stück insgesamt zu geben. Ah. Da bist du also, wohlan, strecke deinen rechten Arm aus. Das kennen wir ja schon. Deckensprung. Diese Fähigkeit ermöglicht es dir, bis zur Decke nach oben zu springen und diese dann zu durchstoßen. Okay. Um eine Ebene höher zu gelangen. Aha. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schreins erreichst, wird sie fortan dir gehören. Ja, das hoffe ich. Doch. Genau, wir wählen den Deckensprung aus. Und da können wir anscheinend hoch. Beenden das aber einmal ganz kurz, weil ich möchte erst einmal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Es aber nicht. Okay. So. Ach, guck mal, da gibt es auch Decken. Aha. Moment. So. Also. Nee. Moment. Was funktioniert hier gerade nicht? Okay, ich krieg's gerade nicht hin und weiß nicht wieso.
Warum springt der nicht? Beckensprung. Ich würde jetzt denken. Oder muss ich einfach... Ah, ich habe gedacht, okay. Na, das, was da oben so ein bisschen schimmert, dass das sowas ist, aber das ist in dem Sinne ein normaler Sprung, den wir machen. Okay. Das ist mega interessant. Vielleicht ist da was drauf. Ich meine, ich weiß, dass wir wahrscheinlich den daneben nehmen müssen. Ach nee, man springt dann aber mit A. Genau, hier ist was drauf. Und man kann anscheinend sich aussuchen, ob man wirklich hochspringen möchte oder doch lieber abtauchen möchte. Ist auf jeden Fall ganz cool. Hier noch irgendwas. Wir können hier bestimmt das kaputt. Okay, ich habe gerade keine Waffe. Wir nehmen einfach mal das verrostete Schwert. Okay, wir nehmen die Axt. Und hier können wir dann mit dem Deckensprung hoch. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie genau diese Fähigkeit im späteren Spiel eingebunden wird. Denn ich kann mir vorstellen, dass gerade so diese Sachen, mit denen man jetzt irgendwelche Sachen zusammenfügen kann, dass das einfach mehr ins Spiel reinpasst, als jetzt durch Decken zu gehen, weil ich glaube, so viele Decken wird es nicht geben. Ich lasse mich aber sehr, 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 sehr gerne eines Besseren belehren, ne? Also das auf jeden Fall. Ah, jetzt möchte ich mal was gucken, denn wir können bestimmt... Ach nee, so hoch kommen wir gar nicht, siehst du? Okay, und dann... Wenn wir gleich rüberfahren, machen wir das nächste. Und dann haben wir auch den Schrein, denke ich, geschafft. Und rein. Ja. Gibt es hier noch was zu holen? Irgendein kleines Geheimnis? Sieht nicht so aus. So. Wir haben eine neue Fähigkeit erlernt. Sehr, 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 sehr cool. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Danke. Erneut vielen Dank. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Danke. Ich denke, dass wir damit, wobei es ja noch weitere Fähigkeiten gibt für den Arm, aber wir sollten jetzt ja trotzdem so weit sein, dass wir durch dieses eine Tor können. Ne, weil er hat, glaube ich, gesagt, wir müssen nur zwei Schreine schaffen. Schauen wir gleich mal. Er wartet bestimmt wieder draußen auf uns. Okay, eiskaltes Wasser, da frieren wir auf jeden Fall. Egal, was wir essen. So, da ist er. Ah, du scheinst die verlorenen Fähigkeiten des Arms zurückerlangt zu haben. Die Pforte des Tempels der Zeit sollte sich nun für dich auftun.
So, und es ist wieder super, super kalt. Das heißt, jetzt wird erstmal was gegessen. Genau, die verschlossene Pforte. Nachdem du die Schreine besucht und die Kräfte in deinem rechten Arm wiedererlangt hattest, erschien Ranu erneut. Er teilte mit, dass du nun die Kräfte hättest, die Pforte zum Tempel der Zeit zu öffnen. Das heißt, so wie wir jetzt stehen, leicht links. Genau. Das heißt, dort wollen wir hin. Genau. Ja. Dort. Und das, meine lieben Freunde, ihr wisst es, das machen wir gemeinsam im nächsten Teil. Das war's für den Part. Ich denke, wir haben gut Progress geschafft. Ich bin richtig, richtig gespannt, was uns erwartet. Vor allen Dingen, da ich davon ausgehe, wenn wir in dem Tempel waren, dass wir dann vielleicht auf die normale Overworld kommen. Oder bleiben wir auf den Inseln? Keine Ahnung. Lasst es uns gemeinsam erfahren. Nächste Mal bei Tears of the Kingdom. Macht's gut. Ciao, ciao.